Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Risen 2 Dark Waters. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Schrumpfkopf und mich beschleicht langsam das Gefühl, dass wir ihn hier nicht finden werden. Aber probieren kann man es ja trotzdem mal. Wir nehmen mal alles mit, was hier noch so ist und ja. Dann scheint es das aber gewesen. Ja, es gab auf der anderen Seite noch was, aber ich glaube, hier sind wir nicht richtig. Es tut mir auch leid, dass ich den Kollegen umgehauen habe. Es war nicht so böse gemeint eigentlich, aber ich hatte gedacht, er wäre hier. Ich hatte das als ein Grab wahrgenommen, aber nope, es ist kein Grab. Whee! Oh, moin! Nicht böse sein, ich bin gleich wieder weg. Ich gehe nur kurz gucken und... Was machst du? Umsehen, ich gehe mich nur umsehen. Okay, ist auch nichts. Nope. Hier ist das nicht. Gut, Gräber, Leute, Gräber. Denkt an Gräber. Gräber. Ja, gute Frage. Oh! Bones, hast du es auch geschafft? Moin, wir gehen schon wieder raus, ne? Gräber. Gräber. Gräber, Gräber, Gräber. Das einzige Grab, was mir noch einfällt, hier ist der lustige Tempel. Entweder hier hoch. Ja doch, das ist doch hier. Guck mal hier. Da lang. Ich glaube, das ist hier. Ich glaube, das ist hier. Wir gehen mal nach Puerto Isabella. Und gehen von da aus in Richtung des Erdentempels. Wenn das, war das der Erd? Ich glaube, es war der Erdentempel. Ich glaube, das ist der Weg. Ich glaube schon. Ich würde jetzt auch Folgendes vorschlagen, bevor ich es vergesse. Warum muss jetzt einfach diese Pflanzen rein? Ich weiß, man kann Tränke daraus brauen. Das würde sich wahrscheinlich auch irgendwie lohnen, aber ich bin jetzt ehrlich, bis ich jetzt die Rezepte gefunden habe und sowas, ne? Einfach reinmetteln den Kram. Guck mal hier. Wir haben 8 davon, Hiebwaffe, Stichwaffe, permanente Wirkung. Einfach reinmetteln. Jetzt metteln wir uns so rein, die Dinger. Knuspern wir jetzt einfach so weg. Dann haben wir Scharfblick, Muskete, Schrotflinte. Da haben wir auch nochmal 6 von. Bringt auch noch ein bisschen was. Dann haben wir Heldenkraut. Das erhöht unsere Sicherheiten. Ordentlich. Auch die schüren wir einfach so rein. Narrenkappe, Diebeskunst und schmutzige Tricks. Zack, 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 zack. Was haben wir hier noch? Totenkult und Rituale. Ja, komm einfach rein. Was soll's. Knusper mal weg den Kram. Blutregeneration, ne, das brauchen wir dann jetzt nicht. Das sind keine permanenten Wirkungen mehr. Passt. Okay, so sind wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen stärker geworden. Gut. Jetzt geht's los. Ich will jetzt eben halt noch den letzten digitalen Gegenstand, sag ich schon, den letzten legendären Gegenstand haben. Und dann machen wir uns auf Richtung Wassertempel. Ich habe das Gefühl, dann geht's auch gen Ende. Ne? Dann geht's auch gen Ende. Moin, Bruder! Willkommen zurück, Kämpfer. Ja, ich wollte eigentlich raus, ne? Aber ist okay. Alles gut, Bruder. Alles gut. Mal sehen, wie lange das da noch rumflasht. Oh, da kommt noch ein bisschen was. Wir haben ja fleißig gegessen. Das dauert jetzt einen Moment. So, mal eben gucken. Ich glaube, das war das linke Abbiegen direkt vorm Ehrentempel. Das nicht. Das war diese Puma-Höhle oder sowas. Das war es nicht. Aber wir sind ganz weit weg. Wir müssen erstmal ganz nach links ran an der Mauer. Müssen wir jetzt hier rein? Ja, doch, doch, das ist richtig. Da unten durch und dann irgendwie kurz vom Erdentempel geht das, glaube ich, hoch. Ich glaube, da war was. Ich hoffe, das ist da. Wenn das da nicht ist, muss ich mal gleich googeln. Aber ich glaube, das ist da. Ich glaube, das war da. Wir sind da auch doch schon mal hochgelatscht, oder nicht? Oder habe ich da umgedreht, weil ich dachte, oh nee, da gehen wir später mal irgendwann hin. Hier, das ist meiner Meinung nach der richtige Weg. Mal checken. Ja, auf der Map führt das auch hier rein. Führt das da rein? Doch, doch, das ist das. Es geht da hoch und dann da rum. Da sind wir auch, glaube ich, schon mal hingelatscht. Zumindest haben wir mal angefangen, aber ich habe vielleicht dann umgedreht, weil ich wieder Schiss bekommen habe oder so. Der Mieten sieht gut aus. Heißt zumindest, hier ist noch was. Goldklee. Bin ich voll okay. Mal sehen. Da sind noch mehr Termitenkrieger vor allen Dingen. Na gut, die bewachen ja wohl irgendwas Wichtiges hier. Das ist ja wohl nicht einfach so, ne? Moin.
Ich knall da einfach von hier hinten rein, ne? Einfach mal machen. Oh, oh. Bam! Damit hast du nicht gerechnet. Ja, ja, ja. Ja, ja. Okay. So, erstmal gucken. Es gibt jetzt hier zwei Wege. Wir können da hingehen. Da ist noch eine Truhe. Die scheinen wir noch... Hatten wir die schon? Wir gucken. Wir sehen es ja gleich. Wenn hier gleich die Truhe schon gelootet ist, waren wir schon mal. Ne. Ich glaube, hier waren wir wirklich noch gar nicht. Das ist ein schöner Ausblick auf den Turm. Dann öffnen wir mal die Truhe hier. Bones, geh mal aus dem Weg, bitte. Danke. So, mal gucken. Schön. Einmal drehen und weiter geht's, ne? Proviant und Goldbrocken. Ja, wenn uns das nicht gleich beim MKF hilft, weiß ich auch nicht. So, man hier noch eben hoch. Bitte lass dort gleich irgendwie ein Grab sein. Das wäre sehr schön und reizend wäre das. Würde mich da sehr freuen. Ja, es wird schon mal nebeliger. Das sieht schon mal gut aus. Da ist noch irgendwie was. Hallo? Entschuldigung. Da mache ich mit. Ja, ist nett. Okay. Wir waren hier zumindest nicht. Ich bin... Ach, guck mal, hier sind auch Krieger. Das sieht gut aus. Das könnte ein Grab sein. Komm, das wird schon. Moin, Leute. Hallo. Mal, renn mal auf den dazu. Guck mal, wie geil er wieder sein. Looping-Gamma macht. Ehrenhafter Typ. Das war's. Sehr schön. Friedhof gefunden. Guck mal. Das ist er. Das ist er, Leute, da habe ich aber Glück gehabt. Gut. Alter, sind da viele. Okay, das wird interessant. Das mach ich mit. Das ist die Prüfung für den Endboss gleich. Wenn die denn gleich. Ich glaube aber gleich kommt schon Mara, deswegen. Ich bin mir ziemlich sicher. Oh. Dance wieder. Leute, einfach das Dancen einstellen. Das ist der Trick. Ihr müsst mit dem Dancen auf. Nein! Oh. Ah, den letzten Wurf konnte ich leider nicht mehr verhindern. Der letzte Wurf hat leider gesessen. So. Ja, dann mal gucken, ob hier der Schrumpfkopf irgendwo rumhängt. Schauen wir mal. Mal sehen. Hier sind auf jeden Fall große Köpfe. Das sind keine Schrumpfköpfe, aber es sind Köpfe. Würgeranke. Bei uns gehen wir eben aus dem Weg. Dankeschön. Was haben wir denn hier? Das sieht mir sehr nach dem Schrumpfkopf auf. Jawollo! Damit haben wir den auch. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt alle legendären Dinge am Start haben. Ich hätte gehofft, es gibt irgendwie eine Chief von wegen Collector oder sowas. Das heißt, wahrscheinlich habe ich irgendeinen noch nicht. Bestimmt, wenn wir jetzt gleich da reingehen, kommt dann gleich noch irgendwie ein weiteres Buch oder sowas. Jetzt gehen wir mal gucken. Wenn wir schon mal hier sind, gehen wir da auch rein, ne? Jetzt will ich auch wissen, was los ist. Okay. Aber wir haben immer ein Idol gefunden, das ist doch schön. Offiziersring, Proviant und Goldbrocken. Wir kommen nur nicht aus dem gleichen Weg wieder raus, aber das ist nicht so schlimm. Es hat sich ja ein alternativer Weg geöffnet, mit ein paar Kriegern zwar drin, aber du. Oh je. Das ist ja, soll nicht das Problem sein, ne? Bei uns kümmere dich mal bitte um den Mann da. So ist fein. Gut. Erledigt. Den öffnen wir auch nochmal und dann geht es auch schon. Tihako. Der Name bedeutet Freunde der Tiva und ist einer der mächtigsten Talismane überhaupt. Oh. Brauchen wir zwar nicht, aber trotzdem schön. Ziehen wir mal den Hebel. Und dann öffnet sich hier ein Notfallausgang. Guck mal, schon sind wir wieder draußen. Okay. Ich glaube, Leute, es ist nun soweit. Wir sind fertig. Wir sind, glaube ich, fertig.
Ich habe gerade nochmal einen Scharfblick eingesammelt, den gönne ich mir jetzt eben nochmal. Da, buff. Dann schauen wir nochmal mit den Tränken. So, jetzt haben wir hier Rum. Blut, Bloody Mary, Schmerztöter. Was heilt mich denn sofort? Ich habe gar nicht so viel, ne? Rum und Grog habe ich hier. Blut 100, Blut 50. Packen wir mal Rum da noch eben hin. Auf, da habe ich schon, auch auf 5. Ah, mit 5 wird das schon gehen. Wir werden uns einfach ein bisschen Rum reinballern. Vielleicht tausche ich das mal eben noch mit den Fackeln. Packen wir die da hin. So, ich weiß gar nicht, wo der Sand und sowas ist, diese faulen Tricks. Die habe ich die ganze Zeit nie benutzt. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Die habe ich im ganzen Spielverlauf nicht ein einziges Mal benutzt. Man kann also Sand schmeißen und sowas. Das könnte natürlich interessant sein. Vielleicht sollten wir das jetzt eben noch rausfinden. Ich gehe mal eben in die Steuerung. Optionen. Tastenbelegung. Quickslots. Gehen. Vorwärts, links, rechts. Schmutzige Tricks E. Ach so, das ist hier wie treten. Da können wir dann auch wahrscheinlich was werfen. Okay, machen wir mal einfach mal so. Gut, dann gucken wir nochmal ins Journal. Also ihr seht, wir haben nur noch den Wassertempel, die drei Dinger, die verbuggt sind und halt die Waffen, die ich nicht mache, weil bringt nichts. Das heißt, wir sind jetzt Wassertempelmäßig unterwegs, Leute. Es ist soweit. Verrückt, es geht gegen Ende. Eieiei. Na gut. Aber was ist mit dem Aurikulki von unserem Kleinen? Ich rede ihn nochmal an. Ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal mit der Crew. Und dann geht's los. Erstmal mit der Crew nochmal reden. Okay, der sagt nichts. Was sagt unser Koch? Der ist nicht hier, der ist unten. Ich will ihm noch sein Aurikulki geben, das ist mir noch wichtig. Moin, Hawkins. Hey, Smutje, was gibt's heute? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Mhm. Warum nicht? Tja, das ist lecker. Aber ich weiß gar nicht, warum. Was? Ich habe es völlig versalzen und viel zu viele Schlammwürstlinge hineingegeben. Aber es scheint das beste Ragout zu werden, was ich je zubereitet habe. Lecker. Möchtest du eine Kelle? Später vielleicht. Ei. Ja, lass mal erstmal noch da, ne? Gönn dir. Gönn dir mal. So. Bones, erzählst du noch was? Nee. Unser Kleiner, wie sieht's aus? Deine Heimat ist jetzt gargoylfrei. Deine Heimat ist jetzt gargoylfrei. Jip, du bist guter, großer Held, der alles kann. Auch die Welt retten. Von wem hast du das denn? Patty. Sie sagt doch immer so, naja, so ähnlich. Das ist ja interessant. Was erzählt sie denn sonst noch so über mich, hm? Alles Dinge, die sie hat verboten zu reden darüber mit dir. Das schlägt dem Fass einfach den Boden aus, das hätte ich nie gedacht. Na gut, dann will ich es auch besser gar nicht wissen. Jip, jip. Okay. Gib mir mal alles, was du gesammelt hast. Gib mir alles, was du gesammelt hast. Jip, jip. Okay. Noch irgendwie, nee, mit Aurikulki ist nichts. Naja, mal gucken, vielleicht kommt es irgendwie noch am Ende oder so. Ich weiß es nicht. Wäre irgendwie schade, wenn das nicht am Ende noch aufgelöst wird. Moin! Seltsam, nicht wahr? Aber so steht es geschrieben. Ja, dann ist es ja gut. Leute, dann los geht's. Fahren wir zum Wassertempel. Ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt wie ich. Paddy, bist du bereit? Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Hi, Captain. Dann mal los. Der Wassertempel. Es ist soweit. Ja, verrückt. Verrückt? Geht's jetzt doch schnell? Bin mal gespannt, was ihr alles übersehen habt. Ihr könnt's mir ja dann in die Kommentare hauen. Also das Aurikulki-Ding macht mir Sorgen. Ansonsten, glaube ich, sind wir relativ gut dabei gewesen. Also, wir waren schon fleißig. Ich glaube, da ist, kann eigentlich nicht so viel übergeblieben sein. Gewittert es? Natürlich gewittert es! Muss ja so sein. Passt aber ja auch für den Wassertempel, ne? So, was sehen wir denn hier so? Okay. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir sind auf Grund gelaufen. Ja, als ob. Oh je. Achtung, zur Seite! Okay.
schmeißt doch natürlich. Ah, okay, um Gottes Willen, wir müssen auf die Schatten achten. Alles klar, alles klar, alles klar. Und nun? Muss bestimmt in sein Mäulchen reinschmeißen. Ins Mäulchen rein, okay. Kann man quicksave? Jo, geht. Irre. Oh oh. Ah, war wieder zu langsam. Oh oh. Au, das war nicht nett von dir. In dein Mäulchen reinmetteln. Was ist denn los mit dir? Jo, wieder getroffen. So muss das sein. Ne, so muss das sein, Leute. Sehr gut, sehr gut. Na, zeig dein Mäulchen. Verdammter Kraken. Es geht nicht, wenn er haut. Wir müssen warten, bis er nicht haut. Das ist aber mal für ein Bossfight von Piranha Bytes ja mal richtig. Direkt was los hier? Oh, nicht hoch genug. Verdammte Scheiße. Fuchs, du musst mal ein bisschen Zielwasser trinken, ne? Dann hilft das auch. Hab mir sagen lassen, das soll helfen. Au! Man kann ausweichen, wenn man auf die Schatten achtet. Man muss halt aber auf die Schatten achten. Das ist nicht so mein Ding, offensichtlich. Oh! Mehr? Alle guten Dinge sind doch eigentlich drei bei sowas. Aber gut, ne. Drei scheinen hier nicht zu. Und mal ausweichen. So ist fein. Ah, wo kommst du her? Aua. Kleiner Wiederborst. Ja, 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 ja. Oh, ich bin da reingerollt. Das war natürlich ein bisschen dumm jetzt. Rein ins Mäulchen. Jawoll. Wie oft denn noch? Besiege den Kraken! Okay, Mara, war der Kraken selber? Das war doch bestimmt noch nicht alles. Na, davon gehe ich auch aus. Ich denke, Wassertempel ist unser Ziel, Bruder. Das Miststück darf uns nicht entwischen! Wird sie auch nicht. Nimm Kurs auf den Tempel! Haha, sie sieht nicht glücklich aus, so. Leute, sie sieht nicht glücklich aus. Nee, nee, nee. Wassertempel gefunden. Du erreichst den Wassertempel. Hoffentlich ist er nicht so schlimm wie in Ocarina of Time. Wobei inzwischen, ich liebe ihn ja eigentlich. Ich habe noch mal dieses Mal, schaffe ich ihn ohne Verwirrung, mal bin ich verwirrt, aber schaffe ihn trotzdem. Der Horn ist am Creme, meine Lieben. Mal sehen, ich würde sagen, wir machen dann wohl noch einen Break, bevor es zum Endboss geht, wa? Oha, ist ja regelbar los. Meine Lieben, wir machen dann jetzt hier erstmal einen kleinen gemütlichen Break, wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat. Ne? Dann lasst mal einen spannenden, entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne. Unter Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder.
Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.